Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Es wird kalt geräuchert und zwar Käse. Heute werden wir uns mal ein Gouda angucken. Gouda, normalen Gouda, kann man ja auch kalt räuchern. Der bekommt einen schönen Geschmack dadurch, während der normal relativ langweilig nichtssagend ist. Soll sich abwerten klingen, ich mag gerne Gouda, aber er hat ja keinen besonderen Geschmack. Durchs Räuchern kriegt er den. Diesmal nehmen wir einen Ziegengouda. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Der hat ja schon einen eigenen Geschmack. Ich kaufe den ab und zu mal einfach, um eine Abwechslung zu haben. Ich finde das ganz schön, mal einen Ziegengouda zu haben. Den räuchern wir dann heute. Und weil der ja geschmacklich normalerweise ganz gut zu Speck passt, werde ich einen Teil davon auch mit Speck räuchern. Schauen wir uns einfach mal an. Als Speck habe ich noch verschiedene Sachen im Kühlschrank gefunden, und zwar einmal ein paar Scheiben Schinkenspeck. Da kann man ein kleines Stück drin einrollen zum Räuchern. Und dann habe ich auch noch eine Parmaschinkenscheibe. Da kann ich auch ein Stück zu einräuchern. Ein Stück, denke ich, werde ich ohne Speck nehmen. Einfach, dass wir einen Vergleich haben, wie der pur geräuchert ist. Und dann wieder ein Stück vorher abschneiden, dass man nicht miträuchert. Das ist was, das rate ich euch immer so zu machen, damit ihr dann den Vergleich habt, wie der ungeräucherte Käse schmeckt gegenüber dem geräucherten. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Zutaten. Hier sehen wir den Käse jetzt vorbereitet. Schöner Ziegenkäse-Gouda am Stück mit der Rinde. Den kann man also zum Räuchern schön auf die Rinde legen. Ein Stück lege ich zur Seite, dass ich nicht miträuchere, für den Geschmacksvergleich. Und hier habe ich jeweils eine Scheibe in Schinkenspeck und in den Parmaschinken, den ich hatte, noch eingewickelt. Werde die so miträuchern. Und da schauen wir mal, was bei rauskommt. Was ich mache, ich benutze hier so Zahnstocher. Kann man, glaube ich, jetzt hier so sehen. Mit diesen Zahnstochern kann ich jetzt hier das Ganze ganz gut auf die Platte stellen, sodass es aufrecht ist. So. Seht ihr, und so kommt der Rauch von beiden Seiten drauf. Wenn ihr das mit der flachen Seite einfach auf die Platte legt, dann nimmt ihr dem Rauch die Hälfte der Angriffsfläche. Ne, da wo Rinde ist, kommt der Rauch eh nicht so wirklich durch. Der braucht halt hier die offenen Seiten. Und wenn ihr eine Scheibe habt, dann legt die flach auf die Platte, habt ihr die Hälfte der Rauchangriffsfläche weggenommen. Deswegen mit ein paar Zahnstochern könnt ihr das ein bisschen erhöhen. Jetzt kommt der Rauch an Speck und Schinken und den Käse von beiden Seiten dran. Ja, ich denke. Hier sehen wir die Räucherspirale gut ausgeklopft. Ja? Die darf nicht mit Resten oder so befasst sein, denn da muss ja die Luft durchziehen. Na, sieh, diese Gitterstruktur, die muss klar erkennbar sein. Da dürfen keine Reste drin kleben. Also klopft die immer gut aus nach der letzten Benutzung. Trockene Sägespäne zum Kalträuchern. Ich bewahre die hier in so einer Box auf. Solltet ihr auch machen in der nasskalten Jahreszeit. Die sollen nicht feucht werden, sonst geht euch nachher die Spirale aus. Das ist kein Heißräuchern. So, ich befülle jetzt mal hier die Spirale und dann gucken wir uns das gleich an. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Schön eingedrückt, alles schön mit trockenen Sägespänen voll. So packen wir es in den Räucherofen. Gut, hier sehen wir den Kalträucherofen, der steht in der Kellerecke, windgeschützt, regengeschützt, sonnengeschützt, wie es bei einem Kalträucherofen sein sollte. Die Grundausrüstung, hier oben ein kleines Teelicht mit Feuerzeug. Ich zünde nochmal das Teelicht an, dann habe ich ein bestehendes Feuer. An dem kann ich hier den Gasbrenner anzünden. Ne, so ein Gasbrenner, wie man damit so Unkraut irgendwo wegmacht, die gibt es ja auch kleiner als Tischbrenner, das ist eigentlich vollkommen egal. Mit so einem Gasbrenner könnt ihr dann gut die Räucherspirale anzünden. Das habe ich eben gemacht. Ich gucke jetzt mal, ob es funktioniert hat und sie angegangen ist. Oh ja, hier ist Rauch. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Aber unten rechts, da qualmt es. Ne? Ich habe unten rechts an einer Stelle angeglimmt und da kommt jetzt der Rauch raus. Jetzt legen wir den Käse dazu. Ja, und so bleibt das jetzt eigentlich für die nächsten 14 Stunden. Ich mache die Tür zu, der Schrank füllt sich mit Rauch und räuchert den Käse durch über Nacht. Und am nächsten Morgen hole ich den wieder raus. Ich würde aber in jedem Fall nach 2 oder 3 Stunden mal gucken gehen, ob wirklich die Räucherspirale noch glimmt. Ist halt ärgerlich, wenn die irgendwie dann doch ausgegangen ist und ihr denkt, die räuchert die ganze Zeit und am nächsten Tag muss er von vorne anfangen. Das heißt, in 1, 2 Stunden mache ich mal eine kurze Kontrolle und ansonsten lasse ich es einfach räuchern. Der nächste Morgen ist da. So, die Räucherspirale sollte jetzt schon komplett fertig sein. Und der Käse den Rest der Zeit im kalten Rauch gelegen haben. Oh ja, der hat toll Farbe angenommen. Man sieht auch, die Räucherspirale ist komplett durchgegangen.
Das heißt, der hat 14 Stunden geräuchert und dann nochmal 5-6 Stunden im Rauch gelegen. Jetzt am nächsten Morgen nehmen wir ihn raus und dann gucken wir uns mal an, wie der riecht und schmeckt. So, hier mal ein schöner Blick jetzt auf die geräucherten Käsestücke. Ne, da haben wir links mit dem Schinkenspeck, rechts mit dem Parmaschinken. Das Stück ohne Speck und Schinken in der Mitte erkennt man schön an der Farbe. Und das Original in ganz hell, ungeräuchert dahinter, da sieht man schon, was der Käse toll Farbe angenommen hat durchs Räuchern. So, Geschmacksprobe. Ich will mir nochmal den Vergleich hier reinschmecken mit unserem Ziegengouda. Ich den Geschmack nochmal im Mund hab. Ja, der schmeckt ganz gut. So wie ich ihn kenne. Wunderbar. Und sorge ich. Ja, mit ein bisschen Speck dabei. Ne? Gucken so. Der Speck hat vor allem auch Rauchgeschmack angenommen, das ist witzig. Sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal an hier. Haben wir jetzt eine Scheibe Parmaschinken gehabt. Ob das natürlich passt? Na, interessanterweise nicht so intensiv wie der Speck. Na, ja, aber auch gut. Jetzt mal einfach der geräucherte Käse. Gar nicht so intensiv. Jetzt mal im Vergleich, der letzte Hartkäse, den ich geräuchert habe, war ja der Senfkäse. Der hat den Rauchgeschmack sehr stark angenommen. Ich muss sagen, der Ziegenkäse, der Ziegengouda, jetzt nicht so stark, aber zusammen mit dem Speck hat das eine richtig geile Rauch-Specknote gehabt. Also das mache ich bestimmt nochmal. Das schmeckte ganz toll. Ja, wir haben Ziegengouda kalt geräuchert und zwar mit Speck und mit Schinken und ohne, einfach mal um es auszuprobieren. Ich muss sagen, der einfach so geräucherte Ziegengouda hat zwar die Farbe angenommen, den Geruch, aber keinen sehr intensiven Rauchgeschmack. Das heißt, wer wirklich bloß eine leichte Rauchnote haben will, der kann das mal genauso machen. So ähnlich wie man einen Butterkäse oder einen Gouda räuchert. Ne, der kriegt eine leichte Rauchnote, aber ist alles nicht so intensiv. Das ist absolut noch smooth. Ganz anders, wenn man den mit Schinken umwickelt. Ich habe den ja einmal mit Parma und einmal mit Schinkenspeck umwickelt. Mir persönlich schmeckt jetzt der Schinkenspeck ein bisschen besser. Und der Schinkenspeck hat auch diesen Rauchgeschmack nochmal intensiv angenommen. Das heißt, wenn man den zusammen jetzt isst, dieses Schinkenspeck zusammen mit dem Ziegenkäse-Gouda, die Rauchnote in beidem drin, das ist unheimlich stimmig. Das passt total gut. Also das werde ich bestimmt normal machen. Das ist für mich jetzt das Lessons Learned, das ich empfehlen kann, so einen Käse wirklich mal in schönen Schinkenspeck einwickeln und so durchräuchern. Das ist eine tolle Geschmackskombination. Prima. Ja, das war es dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke, diesmal mit dem Kalträuchern von Ziegengouda. Schinkenspeck ist jetzt mein Favorit gewesen. Wenn ihr das vielleicht in andere Schinken- oder Specksorten einwickelt beim Kalträuchern, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!